Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist das schönste Stars-Mädchen im ganzen Land? Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil. Wir sind immer noch mit Jill unterwegs und ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Erstmal möchte ich hier das grüne Pflänzlein mitnehmen und wir sehen schon, ich habe ein paar Sachen bei mir ins Inventar geschmissen. Denn es gibt einiges, was wir nochmal so ein bisschen nachholen müssen. Gehen wir hier lang? Ich weiß es gar nicht. Probieren wir mal den Weg. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, welchen ich ziehen muss. Aber ich glaube, ja, gehen wir hier bei den Krähen vorbei. Auf jeden Fall sollte ich mir unbedingt mal wieder die Pistole ausrüsten. Das habe ich beim letzten Mal nämlich aus irgendeinem Grund weggemacht. Ich glaube, ich habe aus Versehen die Waffe weggesteckt. Das war es, glaube ich, gewesen. Ihr da oben, ich sollte euch alle platt machen. Aber ich tue es natürlich nicht. Denn wenn wir die Krähen pissig machen, dann ist es ungemütlich hier. Und das muss nicht sein. Wir lassen die, wie sie sind. Ja, nee, ich habe ein paar Sachen ausprobiert, weil ich ja nicht wusste, wie es weitergeht. Den Weg, wie wir an einen weiteren Schlüssel kommen, habe ich eigentlich auf Anhieb gefunden, weil mir dann noch eingefallen ist, ja, gehen wir doch mal auf die eine Terrasse, die wir bisher... Jill? Deine Brüste schwingen. Seht ihr das? Wie wär's, wenn du mal ein BH anziehst, wenn du auf Mission gehst? Alter! Na gut, muss doch wehtun auf Dauer. Jedenfalls, was wollte ich gerade... Entschuldigung... Das hat mich gerade irgendwie abgelenkt. Die Terrasse. ja, wir haben ja nicht so viele Terrassen bisher gehabt und deswegen habe ich einfach mal probiert, auf die eine Terrasse zu gehen und die Hundepfeife zu benutzen und das hat funktioniert. Wie wir das in dem Artikel, in der Nachricht, in der Notiz gelesen haben, die wir da hatten. Vorher möchte ich allerdings nochmal ein paar kleinere Sachen kurz machen und dazu gehen wir nochmal kurz in den Ostflügel, bevor wir dann hier im Westflügel uns darum kümmern. So, ich gehe wieder über den oberen Weg rein, denn die Galerie ist nicht sicher. Ich glaube, ich habe damit einen Fehler begangen, dass ich die Galerie von der anderen Seite aus betreten habe. Ich glaube, wenn ich hier von der Frau mit Brunnen, von der Frau am Brunnen aus reingegangen wäre, wären die Hunde nicht gleich rausgekommen. Zumindest habe ich das bei anderen so gesehen, dass die Hunde da nicht direkt rausgeplatzt gekommen sind. Das scheint offenbar nur der Fall zu sein, wenn man wie ein Idiot falsch rum reingeht. Tja, das habe ich gemacht. Und dementsprechend ist der Raum jetzt ein bisschen ungemütlich. Ist schade, weil ich habe auch gesehen, man kann offenbar dort einige von den Kommoden verschieben. Das haben wir ja auch gesehen, als ich da panikartig rausrennen wollte und gegen die Kommode gerannt bin. Und dort scheinen wohl offenbar auch ein paar Sachen drunter zu sein. Und also unter der einen ist wohl ein Magazin, unter der anderen ein Dolch, habe ich gesehen bei jemandem im Let's Play. Und ja, die können wir wohl abschreiben, die zwei Sachen, denn ich will nicht extra dafür zwei Hunde platt machen. Auf jeden Fall bin ich hier nochmal, weil wir nicht das Tagebuch lesen wollen, sondern hier drüben gibt es noch eine Nachricht. Die ist nicht wichtig, aber ich wollte sie einfach mal der Vollständigkeit halber einsammeln. Botanik, Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urgedenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf. Jedes Kraut weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich durch einen eigenen medizinischen Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch dem grünen oder roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Das ist falsch. Dem grünen oder blauen Kraut meint ihr eher. Na gut, egal. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Gut, ein bisschen Erfahrung im Kräutermischen habe ich dann schon. Also, das habe ich ja auch schon erzählt. Wollte ich nur nochmal mit einsammeln. Gut, und dann bewegen wir uns ja gerade schnurstracks in Richtung des Lagers, wo auch nochmal eine Kiste ist. Da gehen wir gleich hin. Erstmal will ich noch kurz hier drüben vorbeischauen, denn hier hatte ich ja etwas, das mich doch etwas verwundert hatte. Und ich bin drauf gekommen, was wir hier machen können. Ich dachte mir schon, mit diesem Passepartout, was können wir da anstellen? Irgendwie müssen wir doch da bestimmt einen Kohlereibedruck machen oder sowas. Und da ist mir diese Stelle in den Sinn gekommen, denn hier ist ja offenbar ein Relief abgezeichnet. Und wir sehen schon ein leerer Kamin. Also sie sieht nicht das Ding da an, sondern sie achtet auf den Kamin. Und deswegen machen wir mal ein Feuer an. Das geht großartigerweise. Jetzt stellen wir fest, die eingeritzten Striche im Relief glühen in der Hitze rot. Und das ist schon mal ganz gut, denn jetzt können wir einfach das Holzpasspartout drauflegen, das glücklicherweise genau die Größe hat. Ich weiß nicht, wie das kommt. Diese Zufälle immer. Und dadurch können wir nun, jetzt können wir uns auch wieder bewegen, können wir nun hier eine Karte einsammeln. Nämlich die Karte vom Obergeschoss, vom ersten in der Villa.
Die hätten wir damit auch. Und außerdem haben wir hier für ein gemütliches Feuer gesorgt. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz runter ins Lager, denn ich will dort nochmal ganz kurz einerseits natürlich das Feuerzeug wegpacken, andererseits gibt es da auch noch eine Nachricht, die ich übersehen habe. So, gehen wir mal kurz nach unten hier. Zum Glück haben wir hier ja jetzt keine Zombies mehr. Das ist schon mal sehr angenehm, muss ich sagen. So lässt sich doch viel besser spielen und so hat man auch keine Sorge mehr, wenn es dann mal blitzt und dann plötzlich der Donner kommt. Das Geräusch stört einen dann nicht so sehr. So, da haben wir hier nämlich eine Nachricht auf dem Boden liegen. Die nehmen wir noch mit. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Ich nehme mal an, es sind Zombies gemeint. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Erstens Einäscherung. Zweitens Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Dann, das müssen Sie selbst finden. Na super. Wie wär's mit Zombie-Klamotten? So, das Öl, das gelagert ist, das dürfte wohl das hier sein. Es ist noch Kerosin da, genau, das hat man schon mal entdeckt. Nur wusste ich damit nichts anzufangen. Aber wir können ja, nachdem wir hier das wieder reingepackt haben, das Feuerzeug, einmal, na, wo haben wir es denn? Hier unten den Treibstoffkanister mit einsammeln. Und dann gehen wir nochmal hier drüben hin. Kanister auffüllen? Ja, bitte. Sie haben hier einen Kanister mit Kerosin gefüllt. Damit haben wir jetzt zwei Ladungen hier drin. Brauchen wir wahrscheinlich später mal. Jetzt erstmal nicht. Jetzt schmeißen wir den einfach wieder mit hier rein. Aber jetzt haben wir es zumindest mal gefüllt und können den von allen Seiten aus mit einsacken. Gut, die Hundepfeife brauchen wir gleich. Das eine grüne Kraut nehme ich mit. Das eine, was ich vorher mit dem Inventar hatte, das habe ich mal reingeschmissen bei dem Medizinräumchen, wo die ganzen Säeren geparkt sind. Und dann speichere ich hier nochmal, denn das, was wir jetzt machen, ist nicht ganz ungefährlich. So, einmal, ach komm, speichern wir gleich hier drüber in den medizinischen Lagerraum. So. Und jetzt wollen wir uns um den nächsten Schlüssel kümmern. Ja, wir können uns schon denken, wer den Schlüssel hat, nachdem wir gelesen haben, irgendwas Wichtiges ist am Halsband des Hundes, den wir mit der Pfeife rufen können. Natürlich ist das der Schlüssel. Nein, es ist nicht direkt. Es ist nicht direkt, aber es ist etwas, das uns zum Schlüssel führt. Denn es ist ein Fake-Schlüssel. Aber das werden wir gleich sehen. Habe ich halt alles schon mal ein bisschen ausprobiert. Also da habe ich schon mal ein bisschen vorgesorgt. Und wir gehen wieder durch die obere Etage zurück, weil ich nicht durch die Galerie möchte. Ja, und dann probieren wir das doch mal aus, ne? Also ich habe es, als ich das nach der letzten Aufnahme probiert habe, sogar mit der Beretta geschafft. Was schwierig ist, weil die Beretta ziemlich scheiße ist. Ganz ehrlich. Achso, hier ist falsch. Ich muss auf der anderen Seite lang. Die Beretta ist nun wirklich nicht gerade die durchschlagskräftigste Waffe. Ich will es aber trotzdem nochmal mit ihr probieren. Ich will mal schauen, ob wir es schaffen, die Hunde mit der Beretta zu töten, nach Möglichkeit ohne Schaden zu kassieren. Ein bisschen Schaden wäre auch hinnehmbar. Aber nach Möglichkeit nicht gerade komplett getötet werden oder extremst jetzt verletzt werden. Das wäre schön. So, dann probieren wir das Ganze mal hier drüben auf der Terrasse aus. Ich habe dabei auch, was ich bisher noch nicht gemacht habe, diese Auto-Zielfunktion benutzt. Also wenn wir hier jetzt die Waffe im Anschlag haben, können wir mit den beiden linken Schultertasten die Gegner wechseln. Und dadurch zielt sie automatisch auf irgendwelche Gegner. Das ist eigentlich ziemlich praktisch, muss ich sagen. Und nützt bei den Hunden auch wirklich was, weil die ja doch verdammt schnell sind, die Biester. Ich probiere es einfach mal. Mal sehen, ob es klappt. Wenn nicht, dann muss ich nochmal bis zu der Stelle hinspielen. Und dann probiere ich es mit dem Schrotgewehr. Ne? Achso, die Munition dafür muss ich auch noch holen, fällt mir gerade ein. Aber erstmal machen wir das hier. Wir haben die Hundepfeife geblasen. Komm schon. Ah, verdammt, du Mistvieh. Runter mit dir. So, der eine ist schon mal weg. Okay, wir werden ganz schön angegriffen gerade. Okay, der ist auch tot.
Okay, wir haben den Dolch verschwendet. Gut, aber wir sind noch im grünen Bereich, erstaunlicherweise. Das finde ich gut. Und, der steht noch. Jetzt steht er nicht mehr. Du kleines Drecksi. Du traust dich was. Okay, ich hoffe mal, dass er jetzt nicht mehr aufsteht. Na, könntest du mal bitte? Dankeschön. Ich bleib noch mal ganz kurz hier in Hab-8-Stellung. Nee, gut. Er fängt auch an zu bluten. Dann sammeln wir mal das Halsband ein. Her damit. Und untersuchen das mal. Einmal geprüft. Da ist ein Schalter. Betätigen. Ja, bitte. Eine Münze war im Halsband verborgen. So, die Münze sieht auch ein bisschen komisch aus. Wir sehen schon, da ist eine Öffnung. Und hier unten ist eine Rüstung eingraviert. Zack. Sie hat die Form eines Schlüssels angenommen. Gewitzt. Und wir haben eine Schlüsselimitation. Sieht aus wie ein Schlüssel, ist aber nicht steif genug zum Umdrehen. Wir können uns aber denken, wofür die ist. Die Schlüsselimitation. Deshalb gehen wir sofort zurück nochmal über die Eingangshalle, damit ich noch die Schrotmuni mitnehmen kann. Diese Hundepfeife brauchen sie wahrscheinlich nicht mehr. Ablegen? Oh ja, danke. Das ist nett, dass ihr mich gleich darauf hinweist. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Also da ist das Spiel dann doch meistens recht komfortabel, was das angeht. Und wir gehen aber ganz kurz hier auf den Friedhof, um uns die Muni zu holen für das Schrotgewehr. Die man doch recht leicht übersehen kann, muss ich sagen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die damals gesehen habe, als ich hier hingekommen bin. So, wo war die hier? Links, glaube ich, ne? Hier links in der Ecke? Ja, genau, hier hinten. So, einmal die Gewehrmunition mitgenommen. Das sind nochmal 6 Schuss. Sehr schön. Geht's da drüben eigentlich noch weiter? Nee, okay. Gut, und dann können wir uns aufmachen zum Rüstungsschlüssel. Und uns einfach mal an die tödliche Falle wagen. Denn diesmal haben wir ja etwas, um sie zu deaktivieren. So, dass wir einen Dolch benutzt haben. Gut, naja. Also ich muss sagen, mit den Dolchen, ich dachte ja, dass die sehr selten sind. Gut, wir haben bloß noch einen, okay. Aber die sind jetzt, ja, die können schon nützlich sein, aber sind jetzt auch nicht so der Ultrahammer, muss ich sagen. Von daher, wir haben es gut investiert, denke ich. Wir haben uns die Schrotmuni gespart für die blöden Hunde und sind fast ohne Schaden rausgekommen. Also eigentlich sind wir ohne Schaden rausgekommen, wir haben noch grüne Anzeige. Gut, wo ist denn unser Freund? Wo müssen wir, warte mal, war das, nee, das war nicht hier, ne, das war drüben. Das heißt, wir müssen an unserem Freund am Spiegel nochmal vorbei. Ja. Aber der hat sich wieder gemütlich gemacht hier. Knapp daneben gegriffen. Oh, jetzt steht er auch noch auf. Ich werde nicht mehr, wirklich. Der ist die ganze Zeit so brav liegen geblieben, der kleine Hund. Und jetzt kommt der auch noch. Na, super. Na, dankeschön. Okay. Aber das soll uns später erstmal kümmern. Jetzt nehmen wir erstmal hier den Schlüssel. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. Nein, nein, diesmal nicht. Ja, her damit. Diesmal können wir mit der ruhigen Gewissheit hier stehen und die Falle zuschnappen lassen, dass wir sie ohne Probleme deaktivieren können. Ohne Ärger zu kriegen. Zack. Und damit haben wir einen weiteren Schlüssel. So, einmal geprüft das Ding. Ich meine, wir wissen ja, dass es der Rüstungsschlüssel ist, aber damit es auch da steht, eine Rüstung ist eingraviert. Der Rüstungsschlüssel. Gut. Dann müssen wir uns jetzt wohl mal um den Zombie kümmern. Gut, nachgeladen habe ich. Ich hoffe mal, der hält nicht so viel aus. Ich weiß es aber nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht liegt er auch wieder, kann ja auch sein. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, der wird jetzt stehen und uns angreifen. Deine Kackenratze. Ist der überhaupt schon da? Wechsel mal bitte die Perspektive. Ach, ist auch interessant. Wo ist er denn? Ist der abgehauen? Ach, da hinten ist er. Da guckt er ums Eck. Nee, das ist aber der andere. Merkwürdig. Na gut, wir gehen aber mal hier lang. Und lassen ihn mal fröhlich rumspazieren.
Gut, ich lade mal kurz nach. Einen Schuss habe ich ja gerade verschwendet. Unnötigerweise. So, dann fangen wir einfach mal hier unten im Erdgeschoss an, unseren neuen Rüstungsschlüssel zu verwenden. Ja, meine kleinen Krähen, ihr könnt weiter beruhigt dort rumsitzen und den Teppich voll scheißen, das ist mir recht. Wir machen mal hier drüben weiter. Hey Kenneth! So, ich weiß nicht mehr, was hier ein Rüstungs- oder ein Helmschlüssel? Ja, die nicht. Sondern die Tür hier, meinte ich. Sie haben den Rüstungsschlüssel verwendet, sehr gut. Dann kann es sein, dass ich gleich nochmal hoch muss, um das Holzemblem zu holen. Aber erst schauen wir uns den mal an. Vielleicht ist das ja auch gar nicht der Raum. Doch, doch, doch. Das ist der mit dem Piano, ne? Ich glaube, hier mussten wir irgendwie das benutzen. Aber wir schauen mal.